Hier nochmal Ihr Kenketao Sinologie-Studio. Zu der Fibel Shanzi Shi geht es im ersten Teil darum, dass Shi-Energie flüchtig ist und Episoden des Lebens mit Glück bezeichnet, dass das Leben schön ist, dass Überleben möglich ist und dass alles Glück bringt. Und dann geht es darum, das Qi zu halten und dass die verschiedensten Lehren und bis diffuse Lehren alles Mögliche empfehlen, um Qi zu erleben oder Qi zu halten. Und gerade diese Lehren, die Shanxi Qi Lehre, oft als lebenslustig, nicht so ernst zu nehmen und als Relikt falsch kritisiert haben. Und da geht es hier im weiteren Teil eben in dieser Lehre Qi zu halten. Ich filme das mal ab. Letztendlich geht es darum, auch die Verführung ohne Ärgernisse auszuschließen. Es ist ja meistens so, dass wenn man die Verführung ausschließt, dass das Ärgernisse mit sich bringt. Und dass es hier in dieser Lehre an die Wurzel der Analyse geht, eben ohne Ärgernis die Verführung auszuschalten. Und auch um Kausalität und Chaos geht es auch. Wenn man das lesen kann, sich dafür interessiert, nimmt man vielleicht was davon mit für sich. Wie gesagt, die Shanxi-Lehre ist weder bei Shan sehr beliebt, bei vielen Lehren. Konfuzius hat für diese Lehre gesprochen. Taoisten sprechen für diese Lehre. Reinheit der Hierarchie oder die natürliche Reinheit der Hierarchie und was der Unterschied davon ist. Und auch um die fünf Elemente am richtigen Platz und Zählweisen. Der Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und Intention geht es dabei auch. Noch um Rechtschaffenheit. Dafür interessiert. Ist das erreichbar. Das war Ihr Sinologie. Kenketo Studio.